Ja, die Feuerwehr Offenburg ist gegen 14.30 Uhr heute hier in die Hauptstraße in Offenburg alarmiert worden. Grund war ein schwerer Arbeitsunfall an einem Gebäude. Dort ist ein Bauarbeiter abgestürzt und hat sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass ein Rettungshelikopter hier in der Innenstadt gelandet ist, um den Verletzten so schnell wie möglich nach seiner Vorbereitung für den Transport in eine Spezialklinik zu fliegen. Die Feuerwehr führt hier selbstverständlich Sicherungsmaßnahmen der Landestelle durch, auch in der Absperrung hier in der doch hochfrequentierten Hauptstraße ist erforderlich, weil wir natürlich mit den Rotorblättern, mit dem Abwind bzw. später mit dem Aufwind, der entstehen wird, herumwirbelnde Teile erwarten, die die Personen, die hier natürlich stehen und zuschauen, treffen könnten und deshalb hier auch ein entsprechender Abstand einzuhalten ist. Astrologie, sehr schlechte Schwere.